Die Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu hatte wohl die bisher kontroverseste Ankündigung in Die Sims 4. In diesem Video möchte ich nochmal darüber sprechen, warum ich das Star Wars Pack für eine schlechte Idee halte. Wie man in meiner Trailer-Reaction gesehen hat, war ich wirklich über das neue Star Wars Thema schockiert, auch wenn ich damit schon ein wenig gerechnet und mich auf dieses Thema eingestellt habe. Zwar hat man im Trailer recht viel neues Gameplay gesehen und auch die Spielbeschreibung liest sich nicht unbedingt schlecht, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die beiden Themen absolut nicht zusammenpassen. Bei den Sims geht es hauptsächlich um den Alltag und das Geschichtenerzählen mit den Sims, was man meiner Meinung nach null vom Star Wars Franchise behaupten kann. Die Filme haben eine komplexe Story und Charaktere, die aber weder zum Stil noch allgemein zum Gameplay der Sims gehören. Schon im Trailer war es ziemlich komisch, die aus Star Wars bekannten Charaktere so im Spiel zu sehen. Ich denke nicht, dass ich mich daran beim Spielen wirklich gewöhnen kann. Einige Star Wars Fans haben sich sehr über das Thema gefreut, andere Fans fanden das Pack ähnlich unpassend. Vermutlich kommt es aber immer auf den eigenen Geschmack an, ob man als absoluter Star Wars Fan diese Inhalte auch bei den Sims sehen will oder nicht. Wir hatten ja auch schon vor diesem Pack verschiedenste Kooperationen mit anderen Marken im Spiel, welche sich aber auf kleine Accessoire-Packs beschränkt haben. Hier konnte man sich noch irgendwie vorstellen, dass es diese Objekte und Marken im Sims-Universum geben könnte, obwohl es beim Katy Perry Accessoire-Pack aus Die Sims 3 auch etwas an der Grenze war. Weiter frage ich mich, wie die Entwickler überhaupt auf die Idee kommen konnten, dieses Thema für ein Gameplay-Pack zu wählen. In einer Umfrage von Digital Spy haben beispielsweise 170.000 Menschen abgestimmt, welche Themen sie gerne noch in Die Sims 4 sehen würden. Hotel, Schulen und mehr Welten waren hier ein paar gute Ideen und auf den ersten Plätzen. Star Wars hingegen ist hier kein Witz auf dem allerletzten Platz gelandet. Auch sonst habe ich innerhalb der Community noch nie wirklich einen starken Wunsch nach Star Wars gehört. Wahrscheinlich gibt es auch wenige Spieler, die gleichzeitig große Sims und Star Wars Fans sind. Hier haben sich die Entwickler das Thema bestimmt nicht freiwillig ausgesucht, sondern der Publisher EA hat dieses Thema vorgegeben. Man möchte die Zielgruppe der Sims erweitern, Star Wars Spieler sollen ein wenig auf die Sims-Reihe aufmerksam werden und vielleicht bekommt man ja so ein paar Spieler dazu, ebenfalls eine der anderen Star Wars Spiele auszuprobieren. Ich als Sims-Spieler denke mir aber, die Features, die es jetzt mit diesem Pack geben wird, kann man wahrscheinlich in einem Star Wars Spiel viel besser und intensiver als mit diesem Pack erleben. So haben die Entwickler mehrere Monate an einem Pack gearbeitet, das sich die wenigsten Spieler wirklich gewünscht haben und in der Zeit stattdessen auch an Allzeit-Community-Favoriten wie verbesserte Babys, Farmleben oder andere Themen hätte gearbeitet werden können. Eigentlich ist das Thema und Gameplay nicht mal unbedingt schlecht, ohne den aufgedrückten Star Wars-Stempel wäre der Shitstorm vielleicht deutlich geringer gewesen, wer weiß. Vielleicht wird das Gameplay im besten Fall noch recht gut und zum Spielen ganz lustig, zum Zeitpunkt dieses Videos konnte ich das Pack noch nicht anspielen. Ich denke aber trotzdem, dass das Star Wars Thema für mich ein K.O.-Kriterium darstellen wird. Und zum Abschluss habe ich noch einen lustigen Tweet für euch, EA ist wirklich der Meinung, dass sich Simmer überall auf das neue Pack freuen, das klingt schon fast ironisch. Das Gameplay Pack ist ab heute verfügbar und bei Instant Gaming für insgesamt 17,49 € erhältlich, schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr euch das Pack für diesen Preis holen und mich unterstützen wollt. Was denkt ihr über das neue Gameplay-Pack? Werdet ihr es euch trotzdem holen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.